Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Runde Iron Man. Wir sind ja jetzt am Radienbaum und ja, wir sollen jetzt hier kämpfen oder eine Leiche der lachenden Schwester besorgen. Hier sind aber überall Hodler, wir müssen ein bisschen aufpassen, ne? Dass die uns halt nicht verletzen. Dann gehen wir mal hier. Kämpfen wir mal mit. Da ist ja die lachende Schwester auch noch mit am Kämpfen. Dann holen wir die mal hier raus. So, komm. Gib alles. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Immer mal wieder diese Disconnects waren. Und ihr wisst ja, wie das ist. Disconnects. Ne? So, da haben wir auf jeden Fall lachende Schwester. Die sind zwar gerade alle am Kämpfen. Aber trotzdem müssen wir, glaube ich, so, genau, ein bisschen aufpassen. Der hat die jetzt gerade getötet. Dass sie uns halt hier nicht, ne, aus dem Leben holen. Wie waren eure Tage? Wie war euer Wochenende? Ich hoffe, ihr habt die Sonne genießen konnten, haben die Sonne genossen. Für mich ist das eindeutig, oh, jetzt ist die eine verschwunden, schade. Für mich ist es auch eindeutig zu warm. Oh, jetzt kommt rechts einer, jetzt kommt... Komm, dann nehmen wir erst den rechten. Komm her. Nehmen wir erst den und dann nehmen wir den da oben. Komm her. Ja, komm. Du kriegst alles von mir, du kriegst Saures. So. Heilen und gleich weitermachen. So, dann holen wir uns den da oben. Oh, wenn wir endlich anchargen können, das wäre super. Das wäre richtig super. Guck mal, da kommen die ganzen lachenden Schwestern schon wieder. Können wir uns da hinter uns die eine holen und rechts von uns. Ja, Mädels, wäre toll, wenn ihr mir ein bisschen helft. So, die spawnen aber auch sehr, sehr schnell wieder. Ich hoffe nur, dass die Hotline auch nicht auch so schnell wieder spawnen. So, dann gucken wir mal. Wo gehen wir zuerst hin? Da steht einer, aber ich glaube, da steht auch kein Hotler. So. Holen wir uns die. Komm her, du. Ja. Eigentlich wollte ich heute Vormittag auch streamen, aber da das alles nicht so funktioniert hat, wie ich mir dachte, gab es wahrscheinlich erst. Das Video seht ihr ja nach dem Stream erst. Ne? Der Stream, das ein Daystream war ja. Hoffentlich hat alles geklappt. Ich weiß das jetzt noch nicht, werde das jetzt nachher später sehen. So. Den neuen Plan für die Woche bekommt ihr hoffentlich auch nachher. Ich hoffe, ich habe das alles hingekriegt. So, wir schleichen uns jetzt einmal hier rum, weil danach müssen wir nämlich da, gefallener Mondstein. Ah, das können wir nicht lesen, das ist orkisch. Oh. Müssen wir, glaube ich, einmal da rein. Oh, 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 oh. Geben wir das einmal ab. Szenarische Beschützer. Hallöchen. So viele Druiden hier. Mein Gott. Und die Kleinen sind ja auch Flimmerdrache. Hallöchen. Bitteschön. Sprech mit Halania, um den Schatten von Chatumbra zu beschwören. Verwendet dessen Kraft, um 50 Feinde des Kriegsunklars am Radienbaum zu vernichten. Den Schatten von Chatumbra anzurufen. Oha. Oh, wir sind für eine Miezekatze. Guck mal. Ich hoffe, da passiert uns nichts, wenn wir das jetzt machen. Wenn nicht...
Maschine. Erst mit erst die Maschine. Wir brennen. Heilt er sich? Heilt er sich? Heilt die Miezekatze sich? Weiß ich nicht. Ja, doch, heilt sie sich. Ja, komm hierher. Das Saure ist von mir. Ja, man sollte natürlich auch vor so einer Kriegsmaschine nicht davor stehen, aber. So. Haben wir alles. Dann springen wir mal die nächste Gruppe an. So. Bin ja bei solchen Quests immer vorsichtig, ne? Weil. Das Pech ist ja meistens, wenn du rauskommst, dass du dann hier selber stehst und oh, ich muss auch aufpassen. Ich habe auch Sorge, dass wenn wir hier fertig sind, dass wir direkt hier draus. Da steht doch einer, warum markierst du den nicht? Dass wir dann direkt auch davor stehen. Das wäre natürlich für einen Iron Man der Tod bei der Elite, glaube ich. Das wäre beim Iron Man der Tod. Hier, hier sind keine Maschinen. Nehmen wir mal die. So. Juhu. Mal her hier. So. So, damit sind wir gleich schon fertig, wa? Oh, 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 oh. So. Geh weg. Kaputt. Los. Kann ich das noch fertig machen? Und dann gehe ich gleich nach oben. Dann müsste die Quest ja auch fertig sein. So, einmal hier rein. Jetzt kommen die allen Ernstes hinterher. Gut. Du willst doch sterben, ja? Na komm. Kann ich die hier abgeben? Ah ne, ich muss die woanders abgeben. Ich gebe die da hinten ab. Oha. Ja dann. Einmal ab durch die Mitte. Irgendwo hier, ne? Jo. So. Oh, da steht immer noch einer. Kinder, das müsst ihr mir so auf Zeit. So, jetzt aber. Könnte jetzt was sterben? Der Radienbaum ist da. Na komm, machen wir die auch noch. So, Maschine weg. Naja, aber was sollte ich sagen? Also bei solchen Quests habe ich echt immer die Sorge, dass man, wenn man fertig ist, rauskommt. Und dann noch einen mitkriegt, Was wird euch hierher? Jawohl, Level 31. Bricht zu Schildwache Weltenhang im Hain der Silberschwingen in Eschental. Okay. Das ist da unten. Und das andere ist da. Sie haben unsere Gnome. Genau, hier geht es ja, glaube ich, dann darunter. Das könnten wir eigentlich mal machen, wa? Das wäre ins Steinkrallengebirge laufen. Wobei, das ist auch, glaube ich, nicht ungefährlich im Steinkrallengebirge. Ja, ich würde es
Endquests sind ja sowieso für uns alle nicht machbar. Nee? So. Ne, das ist nämlich genau. Hier ein Stück zurück und dann da links und dann gehen wir da Sternstaubspitze. Auf jeden Fall haben wir schon mal Level 31. Das ist sehr, sehr schön. Da haben wir auf jeden Fall schon ein bisschen was erreicht. Hier, ja, hier ist auch alles Mögliche. So ganze Kampfgegend. Hier sind wir ja hingeritten worden. Genau. Dann gehen wir nämlich da vorne lang. Hier ist, glaube ich, Hordengebiet, ne? Ja. Hier war früher mal eine Allianzbasis. Ist nichts mehr. Da konnte man früher das Angelbuch kaufen, glaube ich. Ich meine, das war hier, ja. Leider nicht mehr. Look mal gar. Ja. Es ist halt so mit Iron Man, du machst die Gebiete nicht mehr alle durch, ne? Früher, vor der Level-Skalierung hast du das noch gemacht, ne? Da hättest du wunderbar. Bist du für einer? Ein Spieler. Da hättest du wunderbar die Gebiete bis zum Ende machen können. So haben wir ja auch angefangen. Aber alles andere kannst du jetzt wahrlich knicken. So, jetzt kommen wir gleich an der Wegzweigung. Und da werden wir dann nach links Richtung, weil hier ist ja der Übergang ins Steinkrallen. Ich denke ja, das werden wir auch machen. Ja. Werden dann ins Steinkrallengebirge wandern. So, gucken wir mal. Kommen wir hier durch oder ist hier irgendwas? Oh, da haben wir was. Hier ist ja auch ein Lager. So. Ab durch die Mitte. Ja, ja. Hier sind wir schon. Hier sind wir schon. Aber jetzt ist jetzt hier geradeaus, ist ein Lager. Oder hier rechts. Und von da aus geht es dann gleich auch da rein. Ich denke mal, das Steinkrallengebirge werden wir dann nächste Woche. Ach, nächste Woche. Nächste Folge uns dran setzen. So, wir machen jetzt mal eben den Meisterschützen. So, dann gucken wir mal kurz, was das hier ist. Holt euch Splodiers Kopf, okay. Rettet Bog den und Wagen der nimmer endenden Agonie. Wo wollen wir denn damit hin? Genug Goblin-Technologie. Ich glaube, das ist alles hier unten, ne? Mistralsee ist, glaube ich, da vorne. Wenn man keine Ahnung hat. Ja, das machen wir aber nächste Woche. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bye, bye.